Mahlzeit. Grüß dich. Ich bin der Jochen. Hey, blink doch, du Arschloch! Hier aus Bergheim und Umgebung, also schön hier. Bergheim, born and raised. Herrlich. Das ist Heimat, das ist Natur. Einfach schön. Ich genieße meine Freiheit. Taxifahrer. Macht 18,70 Euro, ne? Ja, ihr, nee, komm, bar, bar. Gefährliches Halbwissen. Der Jahresrückblick 2023 mit Jochen. Also, da bin ich. Ach, hallo, Tagchen, junge Frau. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Frohes Neues. Frohes Neues? Aber hallo, ey. 2023, du. Leck mich am Arsch, du. Direkt Blutdruck. Diese andere Musik machen. Sie sind aber pingelig. Hier haben wir doch was. Radio Mallorca. Meeresrauschen, hör mal. I like the new Lincoln. Na gut, es war nicht alles schlecht gewesen. Hier, Januar zum Beispiel, dass wir der Lamprecht los waren, hier der Verteidigungsministerin. So, ne? Ja, da habe ich schon ein Fläschchen Sekt aufgemacht. Gut, nicht während der Arbeitszeit, sondern in der Mittagspause. Die Lamprecht als Verteidigungsministerin, die ist ungefähr so überflüssig wie eine Sonnenbank in der Wüste. Ja, also nicht falsch verstehen, ich liebe Frauen. Viele meiner besten Freundinnen sind auch Frauen. So. Aber die sind alle kompetent. Also am Herd. Ja, Mäuschen, mit den anderen Frauen, das war doch ja nicht so gemeint. Lass mich doch mal ausreden. Ich kenne ja gar keine Frauen, außer die jetzt hier einsteigen und... Hallo? Mäuschen? Boah, die Alte hat mir... war Funkloch. Ach so, nee, Alte meinte ich jetzt. Hallo? Na, ganz ehrlich, ich sehe ja auch scheiße aus in Tarnfleck, aber deshalb werde ich ja auch nicht Verteidigungsminister. Ich sage ja immer wieder, Augen auf bei der Berufswahl, ja? Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich das Internet aufgemacht habe. Und da sehe ich den Lamprecht da stehen in Afrika, in Mali, schön mit Hosenanzug und luftigen Stöckelschuhen. Und die Haare waren auffrisiert. Ich habe zuerst gedacht, das wäre Werbung gewesen. Perfekter Halt, die Frisur sitzt, drei Wettertaft. Ich habe auch genau das gleiche gedacht, was ich den Soldaten im Gesicht angesehen habe. Leck mich am Arsch, das kann heiter werden. Also in dem Wort heiter steckt auch Eiter. Ich meine, da musst du dir mal vorstellen, da bist du Soldat da in Afrika. Das ist ja auch saugefährlich jetzt, nicht nur wegen dem Krieg da, sondern auch wegen den ganzen Tieren, der Mittelmeerskorpion. Da reicht ein so ein kleiner Pieks, da fliegst du direkt in der Kiste nach Hause. Dann steht da die Alte so, als wäre eine Kommunionsumzug da gewesen. So. Du wirst gleich von der Wanderdüne überholt, ey. Ja gut, das Silvestervideo von der Lamprecht, das war dagegen der Knaller. Das fand ich ja nicht schlecht. Die Effekte waren doch besser als bei jedem Marvel-Filmen. Hä? Bam, 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 bam. Außerdem endlich mal jemand, der an neue arbeitet und mir nicht das Auto vollkürzt. So sieht es doch aus. Und auch am 20. Spieltag der Bundesliga. Da spielen Firmen gegen Firmen. Die sind doch alle geschmiert. In Finnland. Finnland, was interessiert mich, ob in Finnland unser Kreis umfällt. Da kann ich mich aufregen. Weißt du, wissen Sie eigentlich, was ich letztes Jahr an Strom bezahlt habe? 43 Cent. Das ist ja fast eine Mark. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ich mal eine Badewanne einlaufen lasse, dann sind das doch mal locker 6 Euro. Also deswegen, Sie müssen schon entschuldigen, aber irgendwo muss man ja sparen. So, ne? Aber da schalte ich doch nicht die drei Kernkraftwerke ab. Gut, aber die sind halt auch schon gefährlich, ne? Ich weiß, dieses Tschernobyl da oder dieses Fukushima. Shima. Ja, die Chinesen. Die Chinesen, die machen doch eh, was sie wollen. Aber wir haben doch Inflation, Krieg, Fußball läuft auch scheiße. Da schmeiß ich doch nicht drei gut geschmierte Kernkraftwerke weg. Zack, neue Brennstäbe rein, dann fluppt das doch wieder. Das ist genauso wie mein altes Nokia. Das ist ein Ding, und da können sie die Nägel mit in die Wand hauen. Da habe ich letztens die Wand mit eingerissen. Ich habe einen Umzug gemacht mit dem Klaus, ja? Und wir haben die Waschmaschine von ihm damit angekeilt. Ja, und ja, der radioaktive Abfall ist ja so gefährlich, ey. Und niemand will das lagern. Ja, natürlich nicht. Passen Sie auf. Der Trick ist, nicht alles an eine Stelle verbuddeln.
Ich habe bei meiner Ex-Frau, ja, da habe ich das Bad saniert. Hatte ich ihr ja versprochen. Da habe ich die Fliesen abgerissen in den Gipskarton. Ab in die graue Tonne. Der Trick ist, ein paar alte Spaghetti drauf von den Nachbarn. Vielleicht ein paar beschissene Windeln drauf. Fertig ist der Lack so. Muss man sich nur ein bisschen Zeit lassen. Von wegen 90 Euro Bauabfall hier beim Entsorger. Ja, nix. Außerdem ist das ja eh alles Natur. Ja? Das kommt von der Erde. Es geht in der Erde. Dann rechts abbiegen auf Bahnstraße. Wie rechts? Ich denk links. Rechts abbiegen auf Bahnstraße. Ja, ich fahr jetzt aber links. Ja, und der Sommer war auch scheiße gewesen. Ich sag nur PKW-Maut. Schadensersatz. Eine vierte Milliarde. 250 Millionen Euro, dass wir die PKW-Maut nicht haben. Das war der teuerste Nichts des Jahres. Und wer darf das alles zahlen? Wir. Also, was Sie machen, müssen Sie wissen. Ich zahle ja nichts. Ohne mich. Mein Vorschlag, eine Anti-Scheuer-Maut. Jedes Mal, wenn der Otto vor die Tür geht in Deutschland, zack, 100 Euro weg. Und der Vignette muss er sich auf die Stirn kleben. Und die ist dann auch immer nur für eine Stunde gültig. Und die stinkt nach Fisch. Ja, also nicht falsch verstehen. Ja, wenn andere Leute einfach hier hinkommen und unsere schöne Autobahn kaputt fahren, dann dürfen die dafür auch hier völlig blechen. Das ist doch so, ne? Das war ja eigentlich auch eine gute Idee gewesen, aber dann verkack ich das Ganze doch nicht. Ja? Da musst du doch zur EU gehen und sagen, hör mal Leute hier, Franzosen, Schütterletreut, hier, eure scheiß Autobahn musst du auch jedes Mal bezahlen. Oder nee, oder dieses Heizungsgesetz. Das ist doch auch eine Katastrophe, ja? Der schöne geföhnte Habeck. Ich wohne ja im Haus meiner Eltern. Also, jetzt nicht bei meinen Eltern, sondern bei meinen Eltern. Also, rein technisch gesehen, ja, das Haus ist eigentlich mir. Also, noch nicht, aber wenn die, ja, das dauert auch nicht mehr lang. Dann ist das Formsache. Und die Heizung, die hat der Vater gerade erst erneuert. Die ist ja praktisch neu. Hier, 1992. Ja, und jetzt kommt der schön geföhnte Habeck daher und sagt mir, hey, Preisverstoß! Da kann ich ausrasten. Taxen haben immer Vorfahrt. Ja, ist so. So, nein, keine Uber. Uber haben niemals Vorfahrt. Sie fahren doch keine Uber sonst, oder? Dann ist ja gut, sonst wäre der Bahnhof nämlich jetzt hier direkt an der Ecke. Ja, auf jeden Fall, das geht so nicht mit dem Heizungsgesetz. Ja gut, das mit dem Klimawandel, ich sag ja nicht, dass sich da nichts ändern muss, ne? Aber, ich meine, viel Jutet hat es ja auch. So macht der Sommerschlussverkauf eigentlich Sinn, weil du am Ende des Sommers die Sommerklamotten kaufst und sie dann auch direkt anziehen kannst im Oktober. Ist ja nicht schlecht, ne? Aber vieles von dem ganzen Scheiß, der macht ja überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel, ja, ich denke, es wird immer heißer werden, aber die Wohnung, da werde ich dazu gezwungen, die jetzt zu isolieren zu tun. Ja, das ist doch Schwachsinn. Die haben doch zu viel Steinwolle geschnüffelt. Wo küsst du denn eigentlich her? Aus Bayern. Bayern? Aiwanger, hier. Der Söder, erst, ja, das müssen wir natürlich jetzt erstmal klären, also das, so geht's ja gar nicht. Ja, und dann, ja, so schlimm war es doch nicht, war Jugendsünde. Tja, machen wir das jetzt demnächst immer so, wenn wir eine Wahl gewinnen wollen oder so. Simsalabim. Hex, Hex. Ja, so ist das. Mit dem richtigen Parteibuch, da hast du später mal ausgesorgt, wenn du kriminell bist. Außer jetzt die Klimakleber, die sind ja für alle Terroristen. Unglaublich, so. Ich hab mal meiner Frau einen Streich gespielt. Und hab ihren Labello-Stift mit so einem Patek-Stift ausgetauscht und hab einfach die Banderole von Labello drumherum gemacht. Ich war ruhig gewesen im Urlaub, den ganzen Tag. Tschö. Hi. So. Wo soll's denn hingehen? In die Berufsschule. Aber sag mal, stehen Sie nicht eigentlich im Halteverbot? Genau das meine ich. Wenn ich 5 Minuten mal im Halteverbot stehe, weil ich einmal nicht in eine Flasche pinkeln will, da werde ich behandelt wie so ein Schwerverbrecher. Aber der Herr Lindner, ja, unser Porsche-Fahrer, der stellt einen Haushalt auf, der nicht verfassungskonform ist. Und was passiert? Nix. Sind wir in der Waldorfschule oder was? Keine Hausaufgaben, keine Konsequenzen. Ich persönlich, ja, hätte den Lindner ja mit dem Taschenrechner vor die Tür gestellt. Der soll mal ausrechnen, wie so ein privater Haushalt mit Bürgergeld klarkommen soll. Ja, das soll er mir mal sagen, der Schnösel. Haben Sie sich mal heutzutage einen richtig guten Hamburger gekauft? Dann müssten Sie es eigentlich nennen Nudeln mit Ketchup-Geld. Oder? Was meinst du dazu? Bist du das Quiztaxi? Quiztaxi? Sag mal, hast du nicht zugehört oder was? Ich habe gerade gesagt, nichts passiert. Niente, nada. Der schön geföhnte Lindner, der sitzt da im Bundestag rum, als wäre nichts gewesen. Ja, wenn ich einen Strafzettel wenigstens mit PayPal bezahlen könnte.
Digitalisierung im Arsch, ja? Da muss ich schön rüber zur Vater, damit er sein Online-Banking und... Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Sag mal, was ist denn das hier? Das ist ein Jahresrückblick, du Pfeife! Ach so, aber kannst du das alles ein bisschen leise machen? Ach, weißt du was? Du kannst mich sparen. Küpp mich alle mal. Leck mich doch an. Das. Dabei, hei sein, hein, hein, dabei, hei sein, hein. Jester, Jester und rückwärts, Herz, 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 Herz. Aber abonnieren hier in den Heute-Heute-Show-Kanal. Ja, ich habe lange auf der Kirmes gearbeitet. Mehr dazu demnächst beim Heute-Show-Kanal.